hinzu. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 2. Februar, 8.29 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und starten den 2. Februar 2022 mit einer Big Number, und zwar bei 15.707 Long oder bei 15.692 Short. Wir blicken einmal in die Vergangenheit. Gab es gestern kleine Blue Box? Nein, gab es nicht. Wir haben hier gestern einige Trades noch gemacht und wir sind jetzt just in dem Moment auch Short im Markt. Und hier nochmal die Spielregeln. Die 15.700 wird heute von mir maximal dreimal getradet. Das ist das Regelwerk. Ab den zweiten Anlauf, das heißt, wenn der erste Trade nicht direkt in den Gewinn läuft, wird auf den Zonen gearbeitet, wohin der Markt laufen könnte. Und zwar haben wir einmal die Zone 50. Das ist jetzt hier. Dann haben wir dicht gefolgt heute den Daily Pivot. Davon gefolgt dann die Big Number. Das sind die drei Zonen oben hin. Und hier haben wir heute sehr schön einmal den Widerstand 38. Und dann kommt auch dicht gefolgt die 50er-Zone, die müsste in diesem Bereich hier oben sein. Und dann auch hier nachher die Big Number, so der Verlauf, bis wohin wir nachher die Trades eventuell ziehen. Ja, kommt drauf an, wie volatil heute der Markt letztendlich ist. Wir haben heute kein Gap, keine Kurslücke und offiziell dann einen erfolgreichen Handelstag. Volaboxen auf dem linken Bildrand. Ja, auch hier gestern eine sehr schöne gewesen, zwar nicht in der Primetime, aber hier nach Regelwerk reingelaufen und direkt raus. Wo kommt die Volabox heute rein? Wir haben heute einen Forecast bei 15.679. Ja, das heißt, die wird hier sein und aktuell wird das nicht ausreichen, um erhöhtes Risiko einzugehen, aber natürlich, um sie zu traden. 15.679 aktuell. Gut, dann fangen wir an mit unserem Wetterbericht in den Märkten und starten heute wieder von unten heraus, nämlich mit Ethereum. Ethereum liegt bei 2.761, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gehen wir weiter runter in den Bereich Bitcoin, 38, auch hier kein nichts Großartiges verändert. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Geht weiter in Form des Dow Jones. Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Also hier erstmal wieder Anzeichen weiter Richtung Norden. S&P 500, Daily Short hier nach diesem Indikation. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Kommen wir zur Technologiebörse Nasdaq. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und kommen wir zu Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Nächster Markt ist Gold. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Und the good old German DAX. 40 auf Daily Basis sind wir Long, Stunde Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Wollte schon sagen, macht was draus, aber wir haben so Tendenz, Aktienmärkte sehen eher bullisch aus, wenn der Markt nicht heute hier nochmal in die Zone reinfällt. Von den Chartisten hört man aus allen Seiten rechts und links. 15.800 ist so die Break-Make-Up-Marke, also wo der Markt eventuell nach oben ausbrechen könnte. Weiterhin bis dahin sind wir hier noch im Short-Modus, aber er
Markt hat gestern Stärke gezeigt. Gucken wir mal, ob er das heute bestätigen kann. 15.707 gehen wir long oder bei 15.692 wie jetzt auch sind wir short. 8 Uhr 34. So. Und pünktlich, noch nicht den Kaffee geholt, aber wir sind raus aus dem Trade und Sound sollte gelaufen sein. Also erster Trade und das war der Eröffnungstrade, meine Damen und Herren. Ich wünsche einen erfolgreichen Handelstag. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Meld mich dann gleich nochmal. Und wir hören und sehen uns morgen, die YouTuber, für unser Videotagebuch.